So, meine lieben Leute von heute. Bin noch allein. Aber das wird sich dann ändern. Ich tue mal vormähen. Genau, wir tun nochmal vormähen. Schon in der Grenze drin, deswegen geht es nicht. So. Selbes Prinzip wieder. Wir werden hier Runden drehen. Einzige diesmal werde ich vielleicht also wirklich komplette Runden machen. Ich kann schauen, wie so eine Runde dauert. Wir werden uns das mal einen Punkt ausmachen. Dann ab dem Busch. Schauen wir mal, wie lang wir für eine Runde brauchen. Ja, es ist eine Riesenfläche. Wir haben ja jetzt schon einmal quasi alles abgemäht. Das heißt, das ist eigentlich jetzt Mähvorgang 2. Und nicht mehr runter unbedingt. So ranhalten. Ich schätze, wir werden so 8 Minuten für eine Runde brauchen. Und ich hoffe, dass dann, wenn der Fang immer kommt, wieder dann gleich zum Pressen anfangen. So ist der Deal. Der wird circa eben in einer halben Stunde kommen. Das ist vermutlich diese Folge. Vielleicht splitte ich das in 2 Folgen, mal schauen. Aber es war schon wichtig, dass das Gras nachwächst. Weil sonst hätten wir jetzt wirklich schön aus der Finger geschaut. So, mit 8 Minuten geht es jetzt wahrscheinlich doch nicht aus. Jetzt 2:30, das heißt, wir haben noch nicht einmal eine Länge in fast 4 Minuten. Fast 3 Minuten, aber hier unten sind wieder.
Wollt das jetzt nochmal probieren? Würde eh nicht gehen, da würde man wirklich ein Feld brauchen. Sudale. Ja, ich dachte, ich nehme wieder den Traktor natürlich, weil ich hätte mit dem anderen eigentlich. Ich könnte eigentlich mit das pressen. Das hat eine Geschwindigkeit von 8 km/h, also geht's eh nicht. Das brauchen wir eh alles nicht. Zumindest momentan nicht. Bin mir nicht sicher, ob meine Aufnahme ruckelt. Ich mach doch eine Zwischenfolge dann. Ja, da rechts sieht man schon die eine Spur, die wir gezogen haben. So. Der Stoppuhr ist gestoppt. Okay. Nochmal ab der Kurve hier. Mit dieser Ecke hier. Warten wir. Lassen wir sie rennen. Ich habe jetzt nämlich auf dem Handy nachgeschaut und das war ein Fehler. Aber so 8 Minuten waren es dann doch. Ging dann doch schneller. Aber schauen wir.
Was ist doch noch? Das Stück zieht sich jetzt doch noch etwas. So, dann einen Kurven. Dahin. Oder wir fahren hinunter, wir fahren hinunter, wir fahren, wir fahren, wir fahren hinunter, runterfahren, hinunterfahren, 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 hinunterfahren wir. Vielleicht probiere ich nur den anderen Traktor in einer Runde lang, einfach aus Interesse, wie er so ist. Irgendwo hängen wir hier. Ja, wir sind auf jeden Fall doch mehr als. Das sind schon an die 10 Minuten. Also wir haben jetzt 4:30 genau erreicht und wir haben nicht einmal eineinhalb. Jetzt fast 10 Minuten, da werden es dann schon Sand in einer Runde. Die Runde fertig fahren, dann werde ich mal kurz schauen wegen der Aufnahme. Das Gute ist, mit jeder Runde wird es ein klein wenig schmaler. Mit jeder Runde müssen wir eine Sekunde früher abbiegen. 4 Sekunden. Nein, mach das jetzt als Vergleich wirklich. Also ich werde das jetzt einmal schauen. Wie lange habe ich für eine Runde gebraucht? Da werden wir ein paar Runden fahren auf jeden Fall. Doch da
Fangen wir dann schon da sein und dann was nochmal probieren. Man sieht immer, dass der Reifen breiter wird auf jeden Fall. Kommt da rechts dieser Bogen. Da bei dem Baumstamm. So. 9 Minuten können sich ausgehen. Unter 9 Minuten. Ging ein in die Kurve. Bei 9,55. Das ist ein bisschen komisch. Achso, da ist mir zu. Ich bin nicht. Oder das wird der doch tausendmal lieber. So, ich beende jetzt mal die Folge, schauen wir das an. Bis gleich.